Nach zuletzt zwei Niederlagen hat die Mannschaft von Jürgen Ehrmann zurück in die Erfolgsspur gefunden und verdient mit 4:1 gegen den SC Freiburg gewonnen. Hier die Stimmen zum Spiel. Ja, als allererstes Glückwunsch zum Heimsieg, 4:1 gewonnen. Wie wichtig war es der Erfolg heute? Ja, sehr wichtig. Es war wichtig, dass wir jetzt nach den zwei Niederlagen mal wieder ein Erfolgserlebnis haben und dann eben auch so ein deutliches Ergebnis. Von daher sind wir da alle wirklich super glücklich heute. Was gab für den Ausschlag für den Erfolg? Ja, wir wollten einfach, wir waren heiß vom Spiel, wir wussten, wir müssen jetzt mal einen raushauen. Wir haben mutig nach vorne gespielt, wir haben wieder unsere schönen Kombinationen durchgespielt. Und ich glaube, wenn wir unseren Fußball immer durchspielen, dann haben wir eben auch diesen Erfolg. Vor ziemlich genau 11 Monaten habt ihr hier auch gegen Freiburg gespielt. Das war die bitterste Niederlage im Pokalhalbfinale in der letzten Saison. Hat man auch daran noch ein bisschen gedacht vom Spiel? Nicht mehr allzu viel, aber natürlich haben wir noch eine Rechnung offen gehabt. Ich glaube, wir haben jetzt beglichen und von daher ist es aber auch eine neue Saison, ein neues Jahr. Wir sind einfach glücklich, dass wir heute 4:1 gewonnen haben. Jetzt geht es ja in die Länderspielpause wieder. Es sind ein paar Wochen Unterbrechung. Wie wichtig war es, dass man sich noch mit so einem richtig guten Gefühl verabschiedet? Ja, sehr wichtig. Nicht nur bei Länderspielpause. Es war einfach wichtig, dass wir jetzt im neuen Jahr auch mal wieder die ersten 3 Punkte holen und eben auch wieder vorne dran sind. Ganz allererstes Glückwunsch zu einem 4:1 Heimsieg. Für dich war es gleichzeitig das Stadtelfdebüt für diese Saison. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ja, ich glaube, generell können wir alle zufrieden sein. Wir haben gut angefangen, sehr schwungvoll, gut nach vorne gespielt und da war es eigentlich einfach, sich dann auch einzufügen und deshalb bin ich schon zufrieden. Ja. Man hat den Eindruck gehabt, ihr seid gleich rausgekommen, ihr wollt es von Beginn an Druck machen. Ihr hattet in der ersten 10 Minuten gleich mehrere gute Chancen. War das der Plan, dass man gleich volles Tempo ins Spiel geht? Ja, natürlich wollten wir direkt Tempo machen und auch Tore und Druck machen. Wir haben ja in den letzten beiden Wochen dann verloren und da war es uns umso wichtiger, dann heute zu gewinnen. Und es ist auch noch ein Derby und da denke ich, haben wir am Anfang gute Zeichen setzen können. Du hast dann in der zweiten Halbzeit mit Krämpfe runtergemusst. Erstmal, wie geht's dir und waren die Krämpfe auch dem geschuldet, dass du jetzt das erste Mal über so eine längere Zeit in der ersten Liga gespielt hast? Also jetzt sind die Krämpfe weg. Man merkt schon noch ein bisschen in den Waden, aber ich habe häufiger mal das Problem. Aber ich denke, hauptsächlich liegt es daran, dass ich jetzt nicht so viel Spielpraxis auf dem Niveau hatte. Ja, also ich bin mit den ersten 30 Minuten sehr zufrieden. Ich glaube, da haben wir wieder unser Gesicht gezeigt, was wir auch in der Vorrunde gezeigt haben, was uns auszeichnet. Das war sehr gut. Dann führen wir 2:0 in der Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben wir es ein bisschen schleifen lassen, nicht mehr so unser Spiel durchbringen können. Dann wurde es nochmal knapp im 2:1, aber dann Gott sei Dank haben wir den Deckel dann drauf gemacht. Du hast das 1:0 gemacht, das war ein schöner Kopfballtreffer nach einer Ecke. War das irgendwie einstudiert, die Eckballvariante, oder war es einfach richtig gestanden? Ja, wir studieren ab und zu mal Eckbälle ein und dann ist es natürlich schön, wenn es auch klappt. Der Ball kam natürlich optimal und dann gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man den Ball dann so tritt. Ja, also für uns war es heute wichtig, dass wir gewinnen und dass wir die 3 Punkte holen. Natürlich bin ich jetzt nicht traurig, dass Bayern 2:2 gespielt hat. Das nächste Spiel ist in Bayern in der Liga und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wir müssen nicht, wir haben keinen Druck und wir versuchen unsere Punkte zu holen.